Herzlich willkommen zu diesem Vortrag Monitoring ganz anders, Health Checks. Mein Name ist Balázs Bárány. Ich bin nicht zum ersten Mal hier bei den Linux-Tagen, also das T-Shirt ist aus 2013. Und heute spreche ich einfach über einen anderen Ansatz von Monitoring. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich war früher Entwickler, Systemadministrator und habe mich dann aber Richtung Datenanalyse weiter bewegt, entwickelt, wie auch immer, und bin jetzt selbstständiger Data Scientist in Wien. Das heißt, ich administriere nach wie vor Dinge, ich monitore nach wie vor Dinge, aber meine Hauptarbeit ist das Aufpassen auf Datenbanken, das Entwickeln von prädiktiven analytischen Modellen, von Geschäftsanalytik-Anwendungen und solchen Dingen. Worum geht es heute? Ich werde erst mal ein paar Worte über das klassische Dienstemonitoring reden, also was man vielleicht von Isinga, CheckMK, Nagios etc. kennt. Und dann darüber sprechen, dass man auch manchmal eine etwas andere Art von Monitoring, nämlich Monitoring der Ergebnisse von Prozessen, braucht. Und werde dann eben über diese Open-Source-Software namens Health Checks reden und das dann auch live herzeigen. Ja, also wahrscheinlich kennen viele das klassische Monitoring, wie zum Beispiel Isinga, CheckMK, Nagios. Diese Systeme sind wichtig. Ich nutze sie auch. Sie erfüllen wirklich das, was sie machen sollen, sehr gut. Sie monitoren sogenannte Dienste. Ein Dienst ist etwas, was man auf einem Server typischerweise quasi dem Netzwerk anbietet, also HTTP, HTTPS, Mail-Service, FTP oder auch innerhalb des Servers so etwas wie ist die CPU ausgelastet, dann kriegt man schöne Statistiken darüber, also diese Monitoring-Software schreibt das auch mit, kann Diagramme anzeigen und natürlich bei bestimmten Schwellwerten Alarm schlagen, wenn die CPU über 5 Minuten über 80% ausgelastet war, dann bekommt man eine entsprechende Warnung. Ein bisschen ein Nachteil dieser Systeme ist, dass sie relativ komplex zum Administrieren sind. Wer viel Erfahrung hat mit Serveradministration, wird daran nicht scheitern, das ist kein Problem. Und es gibt immer wieder Verbesserungen und Erleichterungen, also es ist jetzt nicht wirklich Raketenwissenschaft, aber ja, so für Endanwenderinnen und Endanwender ist das dann doch etwas schwieriger. Wie gesagt, diese Lösungen prüfen Dienste regelmäßig. Also man stellt ein, jede Minute soll nachgeschaut werden, ob dieses HTTPS mit dem Zertifikat noch erreichbar ist und das Zertifikat noch nicht abgelaufen ist. Das ist eine sehr sinnvolle und typische Monitoring-Aufgabe. Häufig, gerade wenn man komplexe Dinge tun will, wie zum Beispiel irgendwelche Performance-Sachen von der Datenbank oder die Speicherauslastung oder den freien Platz auf den Festplatten, braucht man eine Art Agenten, also eine Zusatzsoftware auf dem Zielserver oder einen anderen Zugang, zum Beispiel SSH ist recht beliebt. Also wenn ich meine Zielserver mit SSH erreichen kann, mit so einem Monitoring-User und diese Monitoring-Plugins installiert sind, dann kann ich über Isinga remote ganz viel abfragen und in meinem Haupt-Isinga quasi darstellen. Also das ist wichtig und richtig. Ich möchte es nicht schlecht reden. Ich nutze es selbst und ich glaube, jeder komplexere Umgebung sollte so ein Monitoring haben. Also die Dienste wirklich regelmäßig, rund um die Uhr, jede Minute, alle 5 Minuten, je nachdem, überwachen. Aber darum geht es heute nicht. In meiner Arbeit ist es eher häufig, dass ich nicht Dienste anbiete oder halt nicht Server dazu bringe, dass sie Dienste anbieten, sondern Prozesse erstelle. Diese Prozesse können alles Mögliche sein.
ob jetzt irgendwelche technischen Dinge wie regelmäßige Reindizierung von Datenbanken oder Überprüfungen bis hin zu großen Reporting-Tasks, die vielleicht auch mal eine Stunde zum Generieren brauchen oder andere Dinge wie Modelle neu berechnen und so weiter. Diese Dinge passieren periodisch, werden über eine Art von Cronjobs manchmal oder ein anderes Scheduling aufgerufen. Und letztendlich handelt es sich um periodisch zu erledigende Aufgaben. Nicht alle diese Aufgaben sind überhaupt computerbezogen. Also vielleicht haben einige das Setup, dass sie zwei externe Festplatten für Sicherungen haben und eine liegt immer in einem Bunker oder bei Verwandten in einer anderen Stadt und regelmäßig tauscht man sie dann aus. Und dann kann auch wirklich die sprichwörtliche Atombombe aufs eigene Haus fallen und die Daten sind dann anderswo noch sicher. Es ist schwer, diese Prozesse, wie zum Beispiel den Tausch der externen Festplatte, als Dienst zu erfassen. Also ich kann dem Nagios, Isinga, CheckMK nicht wirklich sagen, schau bitte, ob das jetzt schon getauscht wurde, weil das halt einfach Real World ist. Und genauso, wenn jetzt mein Analytikprozess eine Stunde läuft und vielleicht erst nach einem anderen Prozess, der eine variable Dauer hat, gestartet wird, ist es ganz, ganz schwer, das in einem klassischen Monitoring so einzutragen, dass das richtig überwacht wird. Wie würde man es trotzdem machen? Wie versucht man solche Dinge zu machen? Zum Beispiel mit dem Parsen von Log-Dateien. Also zum Beispiel ist im Syslog der Eintrag, dass dieser Job erledigt ist, vorhanden oder nicht? Wenn nicht, nach einem Timeout halt Alarm schlagen. Oder zum Beispiel eine Ergebnisdatei prüfen. Entschuldigung, ist diese Datei mit heutigem Datum da? Also es gibt solche Plugins in vielen Programmen. An manche Systeme kann man auch sogenannte passive Check-Results übertragen. Entschuldigung. Also grundsätzlich funktioniert es, aber es ist mühsam und schwierig. Und wie gesagt, es gibt diese Aufgabe mit dem Offline-Anteil, die man so eigentlich gar nicht mit einem automatisierten System überwachen kann. Also was macht man? Es gibt diese Open-Source-Software namens HealthChecks.io. Das ist einerseits Freemium-Dienst, also die Firma, die das entwickelt, hat das so zum gratis registrieren und verwenden mit, ich glaube, 20 Diensten, die man monitoren kann und dann halt natürlich Preisstufen mit einer höheren Anzahl von Projekten und Kontakten und Gruppen und so weiter. Oder man nutzt das auf eigene Hardware als Open Source Projekt. Die Folie ist übrigens schon im Programm drinnen, also ihr könnt das alles nachlesen. Also konkret kann man das installieren. Es ist ein Python-Skript mit Datenbankanbindung und Plugins. Ich habe es mit Docker oder konkret Docker Compose bei mir eingerichtet. Das funktioniert wirklich gut. Also letztendlich eine Datei herunterladen, da ein paar Variablen anpassen, wie zum Beispiel den Mail-Server, die Mail-Zugangdaten und vielleicht noch 3, 4 andere Dinge. Und dann läuft das und dann bindet man es zum Beispiel im Apache ein als Virtual Host und dann hat man eine eigene Instanz. Aber wie gesagt, bis 20 Checks kann man das direkt dort gratis nutzen mit einer einfachen Registrierung. Also wie funktioniert das? Man registriert einen User oder auch mehrere, legt die Checks an. Das ist alles grafisch, also nichts mit Konfigurationsdateien bearbeiten wie bei den großen Monitoring-Systemen und auch wieder grafisch die Ausführungsfrequenz festlegen. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, das so quasi grafisch jede Woche, jeden Tag und so weiter einzugeben oder halt auch mit
Genau, eher Cron-Syntax. Also wer Linux-Systeme oder andere Unix-Systeme administriert, kennt diese Syntax wahrscheinlich. Das heißt, damit kann man auch ganz komplexe Fälle abbilden, wie zum Beispiel Prozesse, die nur im Frühjahr jeden Freitag laufen, über diese Cron-Dienste. Und zusätzlich zur Ausführungsfrequenz kann man auch eine Grace Time, also eine Toleranzzeit einstellen. Innerhalb dieser Zeit muss dann der Prozess fertig sein und sozusagen die Benachrichtigung schicken. Also wie arbeitet das? Diese angelegten Checks warten auf eine Benachrichtigung und diese Benachrichtigung kann dann über HTTP, HTTPS oder über E-Mail auch, wenn man das aufgesetzt hat, erfolgen. Das heißt, die Prozesse, die ich damit überwachen will, schicken einfach eine E-Mail, eher selten, oder rufen einfach eine URL auf. Und eine URL aufrufen, das funktioniert überall. Also hinter jeder Firewall oder fast jeder Firewall, zumindest mit irgendeinem Proxy, das funktioniert. Das funktioniert in jeder Programmiersprache, in jeder Scripting-Umgebung, in jedem Datenintegrationstool, das ich verwende und das ich kenne. Also dieser HTTPS, ich rufe einfach eine URL auf und diese URL hat einfach eine geheime Komponente. Über diese wird der Check, also diese Überprüfung, einerseits identifiziert, andererseits sichergestellt, dass jetzt nicht jemand in Australien oder Japan sich denkt, ha, dem haue ich jetzt seine Prozesse zusammen. Die URL kriegt man aus dieser Web-Oberfläche, kann man einfach kopieren und das ruft man dann auf, in meinem Fall aus Scripts mit Curl meistens oder eben aus den anderen Umgebungen, diesen Datenintegrationsumgebungen mit dem entsprechenden Prozessschritt. Aber man kann es auch als manuell mit einem Link aufrufen. Also ich lege eine Verknüpfung auf den Desktop, ich lege einen Shortcut in meinem Browser ab und das ist super für diese Offline-Aktivitäten. Wenn man ungefähr alle zehn Tage die Mama anrufen möchte, kann man nachher einfach einmal draufklicken und das halt hinterlegen. Ja, ist erledigt. Und wenn man dann 10 Tage lang nicht angerufen hat, dann bekommt man halt die Benachrichtigung. Und wenn die Zeit plus die Toleranzzeit verstrichen ist, dann kommt diese Benachrichtigung. Das heißt, ich bekomme ziemlich schnell mit, wenn ein Prozess, der jeden Freitagnachmittag laufen soll, nicht gelaufen ist, weil ich eben eingestellt habe, Freitag 15 Uhr Start und halbe Stunde Toleranz. 15:30 ist die Benachrichtigung da, wenn es nicht gelaufen ist. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, die man vielleicht häufig nicht braucht, aber gelegentlich auch ganz praktisch sind. Zum Beispiel kann man die Dauer einer Ausführung messen. Also einfach Start an die URL anhängen, wenn der Job beginnt und dann ganz normal diese Check-URL aufrufen und dann hat man tatsächlich eine Eintragung. Job wurde begonnen um 14:33 und ist dann gelaufen bis 14:50. Ist für manche Dinge ganz praktisch. Man kann Fehler in der Jobausführung melden. Also zwar melden, dass der Job gelaufen ist, aber einen Fehler geworfen hat. Also entweder /fail oder /exit-code anhängen. Damit kann man unterschiedliche Fehlerzustände überprüfen. Und natürlich /null heißt Erfolg, so wie das unter Unix normalerweise ist. Man kann auch einen Postaufruf machen zu dieser Webseite und damit irgendwelche Zusatzdaten einsenden. Also zum Beispiel Statusinformationen, wie welcher Server zum Beispiel diesen Prozess ausgeführt hat, wenn das irgendwie mehrere sein können. Man könnte eine bestimmte Menge Log-Informationen anhängen und so weiter. Also da kann man wirklich kreativ sein. Man muss halt bedenken, dass diese Infos dann im Hintergrund in einer Datenbank abgespeichert sind. Und wenn man jetzt
wirklich das minütlich machen würde und jeweils ein Megabyte anhängt, dann ist das halt irgendwo gespeichert und dann muss man auch konfigurieren, dass die alten Daten irgendwann gelöscht werden. Was es noch gibt, sind Tags. Tags dienen dazu, die Dienste oder die Überprüfungen zu gruppieren. Das ist ganz praktisch. Man klickt auf einen Tag und sieht dann nur die zu dieser Gruppe gehörenden Überprüfungen. Ist ganz gut, um Dinge zusammenzufassen. Es sind auch mehrere Tags pro Überprüfung möglich. Und es gibt auch etwas namens Status Badges. Das ist wieder eine URL mit so einer generierten Bilddatei. Die kann man auf einer eigenen Seite einfügen und damit einfach so eine Anzeige, wie zum Beispiel bei GitHub, das viele kennen, so mit wann der letzte Check-in war oder wie viele Likes es gibt. Also solche Badges kann man in andere Webseiten einfügen. Zur Benachrichtigung, da kann man, gerade wenn man eine eigene Installation hat, zusätzliche Benutzerinnen und Benutzer haben und Gruppen und dann auch zuordnen, diese Checks soll diese Gruppe betreffen, etc. Es gibt viele Benachrichtigungsoptionen. Standard ist natürlich E-Mail, aber es gibt auch Anbindungen an verschiedene Messenger. Also wenn man es in der Firma Telegram oder Matrix oder so benutzt, geht das auch. Webhook, das ist etwas sehr Mächtiges. Da kann man eintragen, dass Health Checks eine beliebige URL, die man selbst festlegt, mit beliebigen Parametern aufruft. Das heißt, eine eigene Anwendung, die man selbst aufsetzt, Bescheid gibt, okay, dieses Ding ist ausgefallen, diese Benachrichtigung ist aufgetreten. Das ist etwas sehr Mächtiges, da muss man halt selber ein bisschen entwickeln. Ich kombiniere das ganz gerne mit einem klassischen Monitoring. Also einerseits trage ich die HealthCheck-URL in meinem Monitoring-Programm ein, dann weiß ich, dass HealthCheck läuft. Das ist schon mal gut. Also ich weiß, HealthCheck funktioniert, das ist ja essentiell. Das sagt mir, wenn was nicht geht, das muss laufen. Aber auch, das Monitoring funktioniert. Also ich hatte schon Isinger-Prozesse, die stehen geblieben sind. Ich hatte schon VMs, die stehen geblieben sind mit dem Monitoring. Wenn man nicht ständig darauf schaut, sondern darauf vertraut, dass man eben benachrichtigt wird, wenn man ausfällt, dann sollte das Monitoring selbst nicht ausfallen. Also das ist gut, so gegenseitige Überprüfung. Und ja, ich komme schon zur Live-Demo. Also ich bin hier schon eingeloggt mit einem Demo-User. Das ist jetzt diese globale Instanz bei dem Anbieter. Das ist ein Gratis-Zugang. Und man sieht hier einmal meinen Login. Da habe ich aktuell nur ein Linux-Wochen-Projekt. Aber ich könnte da auch schon neue Projekte anlegen. Und innerhalb des Projekts habe ich Checks, Integrations, Badges und Settings. Ich komme dann gleich dazu. Und wir sehen hier die ganzen Checks. Zum Beispiel dieser My First Check, der halt zuerst angelegt wurde, hat diese URL. Diese URL sollte man an sich geheim halten. Also ich werde diese Checks dann später auch löschen. Unter Integrations sehe ich, dass das mit E-Mail integriert ist. Ich sehe die Periode. Also da ist es so, das sollte jeden Tag laufen und hat eine Stunde erlaubt für Toleranz. Und ich sehe, wann das zuletzt gepinkt wurde. Also da wurde wirklich schon eine Benachrichtigung verschickt. Lass uns das mal richten. Ich habe hier schon Curl vorbereitet mit dieser URL. Rufe das auf, bekomme ein OK und der Check wird grün. Also für heute ist dieser Check erledigt. Ja, den Linux-Wochenvortrag einreichen, das habe ich schon gemacht. Das ist mit einem Cronjob. In dem Fall wurde das schon erledigt. Ich habe aber bis jetzt vergessen,
nach Graz zu fahren, um diesen Vortrag auch tatsächlich zu halten. Also gehe ich da in die Eigenschaften dieses Projekts. Es gibt noch keine Ereignisse. Ich bekomme hier Zusatzinfos. Wie erreicht man das? Es gibt dann noch zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel Beispiele für den Aufruf. Da gibt es dann halt den genauen Curl-Aufruf-Syntax und so weiter. Da gibt es noch keinen Ping, aber ich kann jetzt hier manuell sagen Ping now. Und dann sehe ich, dass da jetzt ein HTTPS-Post gekommen ist von dem Browser und so weiter. Und fertig. Da gibt es den cron schedule. Ich kann das ändern. In dem Fall habe ich einen cron-Ausdruck, einen etwas komplexeren eingegeben, aber netterweise wird für mich das übersetzt in natürlicher Sprache. Sogar die Zeitzone des Servers kann ich eintragen, also damit 3 Uhr dann auch wirklich 3 Uhr ist, und dabei Grace Time kann ich die Toleranzzeit einstellen. Mit Simple würde man es auf diese einfache jeden Tag, jede Woche, was auch immer umstellen. Dann kann man die Benachrichtigungsmethoden einstellen und dann gibt es noch so Dinge wie kopieren, löschen etc. Und ich kann zurück zu meinem Projekt. Das hier sind die verschiedenen Tags, die ich da eben festgelegt habe. Wenn ich zum Beispiel auf Konferenz klicke, dann kommen nur die, die mit Linux-Wochen zu tun haben oder Linux-Tagen und so weiter. Also das sind diese Tags, von denen ich gesprochen habe. Und das ist eben hilfreich zu wissen, ob eine gesamte Gruppe zumindest als Gruppe insgesamt funktioniert. Bei Integrations kann ich ganz viel hinzufügen. Also der eine oder andere wird einen von diesen Dingen haben. Da wäre sogar ein Anruf möglich. Coole Sache, habe ich noch nicht probiert. Badges habe ich eben auch schon gesagt. Dieses zum Beispiel das Projekt Linux-Tage könnte ich unter diese URL in eine beliebige Seite einbauen, also zum Beispiel in meine andere Monitoring-Oberfläche, und sehe da, das ist alles okay. Und dann gibt es halt noch Einstellungen. Ja, und das war's auch schon. Es ist eigentlich ein wirklich simples Werkzeug gegenüber oder verglichen mit vielen anderen, aber unheimlich nützlich. Es macht eigentlich eine Sache, aber sehr durchdacht und gut. Und damit bin ich auch schon fertig und bereit für eure Fragen. Ja? Man kann, ja, die Frage war, ob man das auch selbst installieren kann. Ja, also auf der Homepage gibt es eine Installationsanleitung. Es ist ein Open Source GitHub Projekt. Ich glaube, man installiert es entweder über so Python Dinge oder eben über Docker, so wie ich es gemacht habe mit Docker Compose. Das war für mich am einfachsten, aber es ist wirklich ein reines Open Source Projekt mit einer sozusagen Standard-Demo-Dienst-Version auch. Aber ich denke, wer ein anderes Monitoring betreiben kann, kann das auch nebenbei betreiben. Das ist wirklich super einfach. Es ist mir noch nie ausgefallen. Alle paar Monate mache ich ein Docker-Compose, irgendwas zum Refreshen. Dann kommt halt die neueste Version und fertig. Mehr Fragen? Okay, dann bedanke ich mich und noch schöne Linux-Tage.